Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Sid Meier's Der Herr der Ringe. Ja, ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen einfinden. Wo habe ich denn das letzte Mal aufgehört? Das ist schon ein paar Tage her. Vier Städte haben wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben waren irgendwo die Hobbits. Hier waren Stadtstaaten. Wow. Okay, hier waren die Goblins. Also Azog. Okay, fünf Runden hier. Was bauen wir denn? Wir bauen aktuell Soldaten. Ach ja, stimmt. Ich weiß wieder, was ich vorhatte. Und zwar, dieses Barbarenlager hier, das ging mir ja derbe auf die Eier. Und ich sehe gerade, meine Bevölkerung mag mich nicht, aber das ist mir scheißegal, weil ich bin blub the fucking hell Mordor. Oh ja, diese epische Musik. Ach, Goblin-Bogenschützen, ey. Zum Kotzen. So, ihr seid gerade dabei, eine Straße zu bauen. Dann könnt ihr das eigentlich auch mal hier fertig machen, würde ich mal so sagen. Und ihr solltet doch bestimmt dahin. Mit Sicherheit. So, was waren das hier eigentlich? Bananen? Da haben wir nochmal Bananen. Oh, die sollten vielleicht zu den Bananen. Egal, erstmal das hier. So, wir haben zweimal Kakao. Das heißt, ich kann tatsächlich ein Luxusgut vertauschen. So, und ihr macht euch jetzt erstmal auf Richtung Barbarenlager. Ihr seid durchgeheilt. Das erfreut mich. So, wir haben noch plus 3 Gold. Ich könnte Reiter bauen. Ich könnte aber auch einen Katapult bauen. Oh, ich habe ja noch einen Katapult. Okay. Ich baue mal noch einen Katapult, einfach weil ich es kann. Also die anderen hier, die bauen ja schön was. Ja, genau. Mordor rüstet auf. Erst muss das Goblin-Lager dran glauben. Und dann ganz Mittelerde. Ach, Himmling interessiert mich ein Scheiß, ey. Geht mir weg mit Himmling, ey. Aha, guten Tag. Ja. So, Speerkämpfer. Sollen wir mal gucken. Geht mal hier in den Wald. Da sind tatsächlich noch welche. Ihr seid auch nicht mehr so mega weit entfernt. Okay, dieses Goblin-Lager wird jetzt von mir erstmal ausgerottet. Es geht in den Krieg. Die Goblins gehen mir auf die Eier. Wer ist das hier eigentlich? Das sind die Hobbits? Und wer seid ihr? Wer seid ihr? Ist das Rohan? Rohan, mach einen Abgang. Hanswicke. Okay. Okay. Jetzt habe ich noch... jetzt bin ich bei minus 1 Gold. Okay. Okay, ihr habt's echt nicht anders Gold. Sägewerk. Ach scheiße, dafür brauche ich noch Bauwesen, ne? Okay, Planänderung, ihr wartet. So, Bogenschützen. Könnt ihr schon schießen? Nein, könnt ihr natürlich nicht, weil ihr so behindert seid. So, ich muss hier mal gerade rein. Ja. Es ist jetzt gerade ganz wichtig. Wie mache ich das denn hier? Ich kann von da natürlich, warte mal. Wenn ich hier raufgehe, ne? Lol. Okay. So, ihr bewegt euch mal auch in die Richtung. Ach du heilige Scheiße. Oh fuck. Oh fuck, ey. Speerkämpfer, das ist natürlich nicht gut.
Okay, ich gebe zu, eine leichte wirtschaftliche Krise, aber das hat Mordor noch nie interessiert. Das mache ich. So, rat mal ein bisschen was an meinem Mikro. Ja, okay, so steht es besser. Wow, ein Gegner ist in der Nähe. Wow, leck mich am Arsch, ey. Minas Morgul, schieß. Sehr gut. So, könnt ihr die von da aus angreifen? Ja, perfekt, ey. Na, Goblins. Okay, ihr macht mal da einen Abgang. Ach du heilige Scheiße. Ja, Barbaren entdeckt. Sehr gut. Oh, sehr gut. Durch die Stadtverbindung bin ich jetzt wieder im Gold Plus. Das ist sehr gut. Dann geht immer hier jetzt Richtung Bananen da oben. Dass da mal was hingebaut wird. So, ihr müsst noch warten eine Runde. So, Beliebtheit, das dürfte sich nächste Runde auch klären. Boah, alter Hobbits, ich sag euch eins, geht mir nicht auf die Eier. Nein, ich bin Mordor. Ich errichte keine Botschaften. Jedenfalls nicht mit euch. Ich glaube, mit Azog habe ich das gemacht, oder? Azog ist ja auch mein Best Buddy. Zu beachten, dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Klingt plausibel. So, Feuer. Sehr gut. So, ihr seid ja auch schon da oben passend. Tja, ihr könnt eigentlich mal einen kleinen Bogen um dieses Lager machen. So, jetzt kann ich endlich ein Sägewerk errichten, dann macht das doch mal. So, go Attacke. Dieses Lager wird fallen. tja, da würde ich mal sagen, ihr schiebt doch dann gleich mal ein Kolosseum hinterher, weil minus 1 Beliebtheit muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, am Arsch, Kolosseum wird mir empfohlen, ist klar. Kann ich schon irgendwie was mit Brote bauen? 17 Runden. Ah, ich habe Perlen. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz schlecht. Hier macht aber erstmal ein Monument. So. Optik wäre ja nicht schlecht. Allerdings gehe ich ja Richtung, naja, sagen wir mal, Krieg. Oh. Da sind meine Orks. Da sind meine Special Orks. Okay, wo sind meine Nazguls? Okay, Moment, das heißt, ich kann mit Mordor später wirklich... Ach du heilige Scheiße. Ja, das wird noch sehr interessant später. Naja, aber gut, so weit sind wir ja noch nicht. Wo sind denn die Nazguls? Wahrscheinlich übersehe ich die. Müsste ja eigentlich hier dann auch irgendwo sein. Aber ich glaube, die Eisenverarbeitung, die allein schon wegen den Orks. Komm hier. Ich erforsche die Eisenverarbeitung. Ich will meine Mega-Ultra-Orks haben. So, und ich glaube, ich werde gleich schon mal anfangen hier Mittelerde ein bisschen zu unterwerfen, weil... Ja, ich sag mal so, also sie sind ja schon ein bisschen im Weg. Ne, also, ne, es ist ja klar. Ich meine, da gibt es mal noch nicht so mega viel zu diskutieren. So, hier, ihr errichtet mal eine Plantage, bitte. Und go. Außerdem stimmte mich diese Musik geradezu zu einem Krieg an. Sie muntert mich quasi dazu auf, einen Krieg zu führen. Und hier ist noch ein leeres Feld. Da sollte ich vielleicht immer was draufbauen. Ganz schön viele Einheiten, ey. Bogenschützen, ey. Leck mich mal am Arsch. Alter, was wollt ihr eigentlich von mir, ihr dreckigen Wichspiraten, ey?
Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey, leck mich doch am Arsch. So. So, machen wir mal das hier. So, theoretisch könnt ihr die auch einfach wegmachen, oder? Jo. Sehr gut. So, und snackt euch mal das Gold. 25 Gold, nice. Ja, ihr sollt euch mal lieber nicht so früh freuen hier, ne? Also bald könnt ihr echt abgehen. Ich könnte auch richtig geile Bogenschützen bauen. Ein Bautrupp ist empfohlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eigentlich bräuchte ich sogar einige Bautrupps, wenn ich ehrlich bin. Aber so ein paar Wagreiter, wenn ich das mal ein bisschen uminterpretieren darf, sind dann doch schon recht cool, oder? Zwei Waage habe ich da oben. Ja, es sind für mich Waage. Hätten sie auch mit abändern können. Na komm, bauen wir mal drum Wagreiter. Ich meine, wir haben es ja an Gold, wir haben es ja. So, dann würde ich mal sagen, next round. Da wollen wir mal unsere Truppen schon mal ein bisschen sammeln. Theoden hat das Zeitalter im Mittelalter erreicht. Es ist mir sowas von extrem scheißegal. Lol. Aua. Lol, sind das Wagreiter? Das sind Wagreiter. Leg mich am Arsch. Das sind Wagreiter. Überlebe. Über... Okay. Okay. Ihr könnt mich mal so richtig hart am Arsch lecken. Und zwar so richtig ultra hart. Das ist ja wohl echt eine Frechheit, ey. Glaubt das einer? So, Truppen, versammelt euch. Ihr könnt eigentlich stehen bleiben, ihr steht da eigentlich recht gut. So, zwei Katapulte, zwei Bogenschützen, zwei Speerkämpfer. Das müsste eigentlich reichen, ne, ganz ehrlich. Reiter werden gerade auch noch produziert. Ich glaube, wenn die Reiter fertig sind, dann greife ich an. Dann greife ich einfach mal kackend dreist an. Ich bräuchte echt eigentlich, warte mal, wie teuer sind denn hier? 310 für einen Bautrupp, ey, ist ja überhaupt nicht teuer. Hier habe ich nur noch Salz, ey. Wenn ich das aufnehme. Oder die Perlen hier. Scheiß die Wand, ey. Stattdessen baue ich hier ein scheiß Seeweg und eine scheiß Plantage. Naja, was willst du machen? Mit Mordor kannst du nicht so richtig gut wirtschaftlich spielen. Das geht einfach nicht. Leck mich. Trendula, das ist halt das Mittelalterreich. Ja, ich erreiche auch aus dem Mittelalter. So. Ihr wollt es einfach nicht lassen, oder? Wisst ihr was? Komme ich da ran? Na, ich komme da nicht ran. Ja, warte mal. Jetzt komme ich da ran, oder? So, macht einen Abgang, ihr Lutscher. Ich kann auch was von euch zerstören. Oh, erstmal ein bisschen umzingeln, die Guten. So, hier ist das Monument fertig. Sehr gut. Würde ich doch mal sagen, baut ihr mal einen Kornspeicher, weil ihr habt ein kleines Nahrungsproblem. Ach ja. Pass of the Dead. Ihr seid gleich am Sack. Was habt ihr eigentlich? Oh, Wein? Ich glaube, oh. Ich glaube, das lasse ich die noch zu Ende bauen, wenn ich ehrlich bin. Oh, sehr gut, ihr seid fertig. Dann geht ihr mal auf das leere Feld hier.
So, ihr fahrt mal so ein bisschen versetzt hier hoch. Gucken wir mal so ein bisschen. Einmal Wein haben sie. Und das bebauen die gerade. Da sollte ich ja eigentlich noch drauf warten, bis das fertig ist, weil dann könnte ich mir dieses Luxusgut gleich snacken. Alter, Tranul, geh mir nicht auf die Eier, ey, ganz ehrlich. Einheitenbeförderung, wunderbar. So, ihr seid fertig, dann würde ich mal sagen, macht ihr euch mal auf den Weg nach da unten zu dem Salzvorkommen. Na, warte, die lasse ich mal da stehen. So, ein Bauernhof. Ja, Bauernhof klingt eigentlich ganz gut. Kloppt den mal dahin. Oh, hier sind Fische, sehe ich gerade. Okay. Nice, nice, nice. Dann würde ich sagen, ihr baut gerade einen Bautrupp für Minas Morgul, damit ich dieses eine Feld hier und die anderen dann später auch noch bebauen kann. Hier ist ja Rattenbautrupp auf dem Wege. Der ist hier selbst doch beschäftigt. Muss ich, glaube ich, auch... Warte mal, kann ich hier... Warte mal, ist das auch noch ein extra Feld hier, oder? Nee, ist kein extra Feld. Nein! Oh, verdammt, was habe ich getan? Nee, ihr sollt... Ach, scheiße, habe ich die jetzt vom Arbeiten abgehalten? Das wollte ich jetzt aber nicht. Verdammt. Religion gegründet. Ja, ich gründe auch noch eine Religion. 5 sind noch zu gründen. Jo, ihr mit euren Ressourcen, ey. Ja, ihr baut noch schön den Bauernhof weiter. Okay. Seid ihr mit irgendjemandem verbündet? Nein. Okay, Leute, ich sag mal so, ihr seid richtig hart am Sack. So, ich würde mal sagen, Freunde, es geht los. Krieg erklären. Bedeutet das etwa Krieg? Ja, du hast es erfasst, es bedeutet Krieg. So, Freunde, jetzt geht's ab, ey. Jetzt geht's ab. Feuer. So, ihr reitet mal, ihr reitet mal, wie mache ich das denn am besten? Am besten ihr rudert mal ein bisschen da in die Richtung. So, warte. Ihr geht schon mal dahin, damit ich die Stadt sehen kann. So, die müsst ihr von hier eigentlich erreichen können. So, go, Belagerungsmodus. Und reinmarschieren. So. Belagerungsmodus. Tja, Freunde, ich fürchte, das sieht jetzt nicht so besonders gut aus für euch, ne? Mordor zieht in den Krieg gegen den Pfad der Toten.
Ja, ich werde auf jeden Fall mit Hobbit zusammenarbeiten. Auf jeden Fall werde ich mit Hobbit zusammenarbeiten. Auf jeden Fall, ey. Nicht in 10.000 Jahren werde ich mit Hobbit zusammenarbeiten. So, komm, gib Gas. Ihr habt zwei Bogenschützentrupps, mehr nicht. Das wird eng, Freunde, das wird eng. Aua. Alter. Oh, die Bogenschützen sind aber auch nicht schlecht. So, ich kann eine Politik einführen, sehr gut. Wie, das reicht nicht? Wollt ihr mich verarschen? What? Das reicht nicht? Ihr steht fucking drei Felder davon weg und das reicht nicht? Ihr habt doch einer... Ihr habt doch den Schuss nicht gehört, ey. Okay, erstmal hier zurückschießen. Okay, ihr verschanzt euch. Ihr geht ein Feld vor und verschanzt euch. Go. Das ist doch ein Scherz, da muss ich mit dem da jetzt hin. Das ist doch ein Witz, ey. So, komm, Attacke. So. Tja, was mache ich mit euch? Warte mal, da fährst du mal dahin. Du erreichst dann sicherlich auch niemanden. Natürlich nicht. Wie könnte es auch anders sein? Ja, okay, komm, machst du nichts. Bist bald rein. So, der eine Trupp, der ist bald weg. Sehr gut. Würde ich mal sagen, Politik einführen. Ah, nice. Ich kann den Baum fertig machen. Was kriege ich denn dann? Oh, eine große Persönlichkeit, die ich mir selbst aussuchen darf. Das ist natürlich nett. Ja, ich würde mal sagen, dann mache ich doch mal den Unabhängigkeitsbaum komplett. Große Persönlichkeit wählen. So, was machen wir denn mal? Oh, nice. Ich könnte mir einen Nazgul holen. Ach, ein Nazgul ist eine große Persönlichkeit bei mir. Ist das quasi sowas wie bei... Ah. Verstehe. Oh, 15% werden meine Leute stärker und die anderen werden um 15% schwächer. Alter, ich hole mir Naskule. Oh, was für ein schöner Tag. Nazgul. Reite. Oh, Nazgul, reite. Ja, ich würde mal sagen, jetzt seid ihr wirklich am Sack. Jetzt kommt hier nämlich ein Nazgul. So, wie, braucht ihr irgendwie noch 3000 Jahre, um da unten hinzukommen, oder was macht ihr? Wird's hier bald mal was? Ich glaube, ich steuere manuell. Irgendwie traue ich den NPCs hier nicht so ganz. So, dann hau mal raus hier. Jetzt will ich aber was sehen. Aua. Es tut auch weh. Autsch. Lol, die haben sich wieder regeneriert. Ihr Schweine. So, Feuer. So, Reiter, kriegt ihr die down? Na, fast. Egal. Go. Lebt da noch einer ernsthaft? So, Attacke auf die Stadt. Feuer! Oh, ich habe die Büffel. Sehr gut. Wie? Du kommst auch nicht an die Stadt dran? Dann macht den hier weg. So, weg die Sau. Du haltst dich mal die Runde. Du verschanzt dich weiter.
So, ich hole den Nazgul.